Die Territorialdivision 3 konnte dieses Jahr ihren Jahresrapport nicht durchführen. Das hat mir als Kommandanten im Herzen wehgetan, weil es geht nicht nur darum, Aus- und Rückblick zu machen, sondern es geht auch darum, verdiente Angehörige der Division aufzuzeichnen und die Übergaben der verschiedenen Kommandos, die stattfinden, würdig vorzunehmen. Diese zwei letztgenannten Sachen haben wir heute hier in Einsiedeln umgesetzt. Liebe Angehörige der Territorialdivision 3, liebe Armeeinteressierte, auch in diesen schwierigeren Zeiten wünsche ich Ihnen jetzt eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und ich freue mich, die Zukunft gemeinsam mit Ihnen anzupacken und zu bewältigen. Ich zähle auf Sie.